1947 machen die Alliierten in Essen die Krupp-Werke dem Erdboden gleich. The name Krupp as the munitions king for the Führer. Der Name Krupp als der Kanonenkönig für den Führer war bereits ein Begriff in der ganzen Welt. Jeder war so entsetzt über die Verbrechen der Nazis und der Wunsch, die Täter vor Gericht zu stellen, war enorm. In Nürnberg werden die Täter vor Gericht gestellt. Ebenfalls angeklagt, Hitlers Manager. Einer unter ihnen ist Alfried Krupp. Die Anklage gegen ihn ist gut vorbereitet. Meine Schwester und ich wurden nach Nürnberg gebracht, um dort im Prozess gegen Krupp auszusagen. In the Krupp Trials. Die Jüdin Erna Anolik überlebte Auschwitz und Zwangsarbeit bei Krupp. Eines Tages kamen Leute aus Essen von den Krupp-Werken, um 500 Frauen auszusuchen, die in Essen arbeiten sollten. Wir arbeiteten für Krupp und wir hatten nur einen Gedanken. Bekommen wir was zu essen oder bleiben wir hungrig? Lassen sie uns am Leben oder werden sie uns töten? Trägt Alfried Krupp die Verantwortung? Die Anklage meint ja. Er wurde angeklagt, Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben. Ein zweiter Punkt war die Plünderung fremden Eigentums in den eroberten Gebieten. Er war auch angeklagt, Mitglied in einer kriminellen Organisation gewesen zu sein und genau gewusst zu haben, was die Nazis für Verbrechen planen. Dafür wurde Krupp angeklagt. Krupp-Verteidiger Otto Kranzbühler befürchtet das Schlimmste. Alfred Krupp war von einer unwahrscheinlichen Ruhe, was ja nicht leicht war, das Todesurteil nicht nur droht, sondern erwartet wurde. Alfred Krupp. Sie nennen ihn den Stahlbaron. Erbe eines der größten und bedeutendsten Industrieunternehmen. Sein Stahl gilt als der beste und der härteste der Welt. Die Firma Krupp, ein deutscher Mythos, schon seit dem 19. Jahrhundert. Und ein Imperium. 120.000 Mitarbeiter arbeiten in Essen für die Krupps. Sie muss ja damals eine der reichsten Familien Europas, wenn nicht der Welt, gewesen sein. Wenn Sie sehen, das industrielle Vermögen, was damals schon aufgebaut worden war, war sicherlich in Deutschland sowieso das reichste, war sicherlich Europa oder weltweit eine der reichsten Familien. Sie residieren hoch über Essen, in der Villa Hügel, einem Gebäude mit 269 Zimmern. Ein Gigant aus Stein und Stahl. Anfang des 20. Jahrhunderts droht jedoch das Ende der Dynastie. Der letzte Krupp hinterlässt zwei Töchter. Die ältere, Bertha, heiratet 1906 Gustav von Bohlen und Halbach, einen Diplomaten. Der leidet zeitlebens darunter, nur der Ehemann der Alleininhaberin Bertha zu sein. Der Prinzgemahl versucht auch deshalb, die ihm auferlegten Pflichten mehr als zuverlässig, korrekt und pünktlich zu erfüllen. Er will sich keine Blöße geben. Alles unterliegt seiner straffen und pedantischen Ordnung. Und man sagt, er wird Kruppscher als ein Krupp. Das sagen seine Verwachten. Also ganz korrekt. Die Bleistift haben der Länge nach auf den Schreibtisch zu liegen, angespitzt. Der Regiergummi hat dort zu liegen. Das Schnupftuch, was er ins Jackett steckt, muss so und so gebügelt sein, so und so gefaltet sein. So führt er auch das Werk. Genauso führt das Werk. Und er führt es damit auch zum Erfolg.
Herrscher aus aller Welt gehen bei Krupps ein und aus. Eines ihrer Interessen? Die Waffenproduktion. Keine Kanonen schießen besser als die Kruppschen, so denken sie. Auch der deutsche Kaiser ist begeistert. Und Gustav Krupp rüstet für ihn. Er kommt aus einem Hause, wo die Obrigkeit, wo man ihr folgt. Egal wer sie ist, die Obrigkeit ist die Obrigkeit und als solche hat sie Anspruch auf Respekt und letztendlich auch Gehorsam. Respekt und Gehorsam verlangt Gustav auch von seiner Familie. Besonders von Alfred, dem Stammhalter. Kein Preußenprinz ist strenger und überwachter erzogen worden als der junge Alfred. Gouvernanten und Angestellte sind auf Schritt und Tritt präsent. Bis zu seinem 15. Lebensjahr wird er von Hauslehrern auf der Villa Hügel unterrichtet. Von anderen Kindern wird er ferngehalten. Freunde hat er kaum. Der Heranwachsende verschließt sich. Selbst zu seinen 6 Geschwistern hat er keinen herzlichen Kontakt. Das wurde ja immer ihm vorgeführt, du bist der Erbe, du bist der Krupp, der Name ist noch mit dir verbunden. Das war auch die Regelung, dass der Name immer nur, der Name Krupp, ja immer nur an den Firmeninhaber gebunden ist. Und man hat ja immer dieses Damoklesschwert über sich. Die ganze Welt beobachtet dich und die ganze Welt erwartet was von dir. Und die erwartet immer noch eine Stufe mehr als der Beste vom Durchschnitt. 1918. Deutschland hat den Ersten Weltkrieg verloren. Die Revolution bricht aus. Der Kaiser dankt ab. Die Wende trifft die Krupps schwer. Die Firma steht vor dem Konkurs. Waffen dürfen sie nicht mehr produzieren. Die Wirtschaftskrise trifft das ganze Land. Unruhen sind an der Tagesordnung. Sammelbecken für radikale Bewegungen. Viele legen ihre Hoffnung auf einen, der ihnen das Heil verspricht. Gustav mochte die Nazis nicht. Es war eine Bewegung, die war antibürgerlich, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Sie war brutal, sie war unordentlich, sie war emotional, unberechenbar. Also es ist quasi alles das, was ein Mensch wie Gustav vollkommen ablehnte. Die meisten Industriellen von Rhein und Ruhr denken ebenso. In der sogenannten Ruhrlade, einer geheimen Interessengemeinschaft, treffen sich Anfang der 30er Jahre die Manager der deutschen Montanwirtschaft und sprechen ihre Ziele ab. Sie wollen Hitler von der Macht fernhalten. Fritz Thyssen sieht das anders. Er ist neben Krupp der zweite Stahlgigant an der Ruhr. Er sieht in Hitler eine große Chance für die deutsche Wirtschaft und unterstützt ihn finanziell. Hitlers wahre Ziele will er nicht erkennen. Eine gewisse Oberflächlichkeit ist nicht zu übersehen. Er hat selber eingeräumt, Mein Kampf nie gelesen zu haben. Gut, das haben viele nicht, aber ein Mann seiner starken Hinwendung an Hitler und seiner Verehrung dem Führer gegenüber, seinem Führer gegenüber, wie er es immer nannte, hätte man das eigentlich erwarten können. Am 30. Januar 1933 wird Hitler zum Reichskanzler ernannt. Auf der Villa Hügel hält sich die Begeisterung in Grenzen. Bertha Krupp von Bohlen und Halbach hielt Hitler für einen Rüpel. Hitler war ihr zu proletarisch. Und nach ihrem Willen wehte auch über der Villa Hügel immer nur die Kruppsche Fahne mit den 3 Ringen. 1934 lädt der Rüpel sich selbst nach Essen ein. Werksbesichtigung.
Sein Ziel? Kunde werden auf der Villa Hügel. Doch dort ist nicht jeder Kunde auch gleich König. Hitler wurde ja empfangen in Essen, nicht, in der Hauptverwaltung. Und es wurde ihm im wahrsten Sinne des Wortes großer Bahnhof bereitet. Aber meine Großmama Bertha hat sich ja geweigert, ihn zu einem Essen zu empfangen. Dieser Herr kommt mir nicht auf die Villa Hügel. Ein Affront. Hitler ist erzürnt. Doch der Zorn verfliegt alsbald. Natürlich war Hitler auch ein Verehrer der Krupp'schen Tradition. Er war ein begeisterter Technikfreak. Und er hat weniger mit Gustav Krupp als mit Erich Müller, dem Kanonenexperten des Hauses Krupp, sehr intensive Fachgespräche geführt. Und Hitler ordert Waffen. Erstmals nach jahrelanger Unterbrechung produziert Krupp wieder Rüstungsgüter. Im konjunkturellen Aufschwung schreibt die Firma wieder schwarze Zahlen. Rüstet Gustav Krupp, weil die Obrigkeit es verlangt? Es ist schwer zu sagen, wie weit die Taktik geht und wo die Überzeugung dann anfängt. Später ist Krupp immer mehr davon überzeugt, dass die Regierung Hitler für Deutschland ein Gewinn ist. 1936, zweiter Besuch in Essen. Auch auf den Hügel darf er nun. Rüpel Hitler gibt sich wohlerzogen. Gegenüber der kritischen Bertha gibt er sich besonders viel Mühe. Und dann war auf dem Hügel danach eingeladen, zum Mittagessen. Meine Mutter mit Handguss begrüßt, also ganz fabelhaft, nicht wahr? Und also brave Konversation gehalten, also das war schon wiederum anerkannt. Doch das Wohlwollen der Familie Krupp erschleicht er sich durch Lügen. Also, soweit ich ihn gesehen habe, war sogar teilweise zurückhaltend, man konnte sich mit ihm unterhalten und hat immer wieder betont, er wollte keinen Krieg. Das hat er auch, ich weiß nicht, wie oft wiederholt. Und die Krupps wollen das zumindest glauben. Macht doch ihre Rüstungsproduktion nur 20% des Gesamtumsatzes aus. An der deutschen Wiederaufrüstung sind viele Firmen beteiligt. Bochumer Verein, Flick, Hösch, Siemens. Das Besondere an den Krupp'schen Kanonen aber ist nach wie vor ihre Qualität. Für die bürgt ab 1938 der Juniorchef, Alfred von Bohlen und Halbach. Ja, das war damals ähnlich organisiert, wie es heute noch ist, dass die Mitglieder des Direktoriums, man nannte es bei uns Ressort, also ein Arbeitsgebiet haben. Ne? Und ich hatte damals die Abteilung Artilleriekonstruktion und Verkauf. In der Repräsentation nach außen war ich natürlich ziemlich exponiert. Es ist das brisanteste Ressort des Unternehmens Krupp. Und Alfred leitet es erfolgreich. Mit 31 Jahren wird er nun als Nachfolger aufgebaut. Auch privat sucht er geordnete Verhältnisse. Alfred heiratet Anneliese Bahr, eine 28-jährige Hamburgerin. Liebe zu Hause in der Art gab es ja wenig. Ich kann mir vorstellen, dass er da einfach jetzt zum ersten Mal eine gewisse Freiheit der Entwicklung seiner eigenen Liebe spüren konnte. Und diese, sagen wir auch, relativ unbeschwingte Zeit, die ja jeder am Anfang einer Liebe erstmal durchlebt. 1938 wird ihr Sohn geboren, Arndt, ein neuer Stammhalter. Auch die Schwiegereltern sollten sich freuen, doch sie tun es nicht. Anneliese gilt als nicht standesgemäß. Sie hat gerne schon mal Festchen gemacht oder wenn sie unterwegs war mit dem Sohn und so,
schon mal irgendwo Rast gemacht, ins Grüne gesetzt, ein Schnäppchen getrunken. Also sie war freier, in dem Sinne freier, wie sonst das bei Krupp gewohnt war. Den sittenstrengen Eltern ist die trinkfreudige Anneliese ein Dorn im Auge. Alfred und seine Frau müssen in das Nebengebäude ziehen. Doch aus ihrem Hang zum Alkohol wird mit der Zeit ein ernsthaftes Problem. Diese Alkoholkrankheit verunmöglichte es ihr, die Pflichten auf dem Hügel zu übernehmen als Frau des Firmenchefs. Das wiederum hat dann meine Großmutter also auch bemängelt und hat auch gesagt, also gut, wenn sie kommt, okay, aber sie kann die Pflichten nicht übernehmen, einfach weil sie sehr oft betrunken war. Die Eltern drohen Alfred mit der Enterbung und zwingen ihn, sich scheiden zu lassen. Alfred muss sein Glück, Familienglück opfern, sein Eheglück opfern für die Firma. Ich glaube, dass dies der Zeitpunkt gewesen ist, wo die Einsamkeit in das Leben dieses jungen Mannes eingezogen ist, dass da die Eiszeit für diesen Mann begonnen hat. Wieder haben sich Respekt und Gehorsam durchgesetzt. Der Weg in das Haupthaus aber steht ihm nun frei. Hitlers Krieg beginnt mit Kruppschem Material. Polen wird überrollt, in nur 5 Wochen. Doch nicht alle freuen sich über den gewonnenen Feldzug. Einer von Hitlers Managern ist entsetzt. Fritz Thyssen hat in seinem Führer den Verbrecher erkannt. Im Dezember 1939 schreibt er an Hitler und macht sich selber Vorwürfe. Mein einziger Fehler ist der, dass ich an Sie und die Bewegung, die Sie geschaffen haben, geglaubt habe. Ihre neue Politik ist Selbstmord. Finis Germanie. Sie bedeutet den Untergang unseres Landes. Also das ist doch eine schon sehr mutige Tat. Da ist nun seine Spontaneität, seine Emotion nicht nur mit ihm durchgegangen, sondern hat er dem der freien Raum gegeben. Hat gesagt, so denke ich, hier stehe ich und ich kann nicht anders. Dieser Mut kommt Fritz Thyssen teuer zu stehen. Er wird verhaftet, enteignet und in ein KZ geworfen. Gustav Krupp handelt genau entgegengesetzt. Mit dem Krieg zieht ein neuer Geist in das Unternehmen ein. Mit dem Beginn des Krieges ist für Gustav Krupp eine distanzierte Haltung nicht mehr möglich. Weil er weiß, dass letztendlich es um das Bestehen oder Nichtbestehen des Vaterlandes geht. Und von daher jede innere Distanz und jede Kritik nicht mehr angemessen sei. Ab 1939 werden der Firma vom Regime Sollzahlen vorgelegt. Die Wehrmacht bestimmt, was produziert wird. Und Gustav stellt es her. Geschütz Dora beispielsweise, Spitzname der dicke Gustav. Die größte Kanone, die die Welt je gesehen hat. Sie bombt den Weg nach Stalingrad frei. Doch die Zeit der Blitzsiege ist vorbei. Immer mehr deutsche Männer müssen an die Front, darunter auch Tausende von Krupp-Arbeitern. Die Verluste steigen. Auch die Familie Krupp verliert Söhne. Klaus und Eckbert. Der Firma gehen die Arbeitskräfte aus. Die Produktion droht zu erliegen. Thank you.
Als Ersatz bietet das Regime russische Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter. Sie sollen die Lücken schließen. Doch bei Krupp ist man nicht begeistert. Natürlich haben wir in vielen Fällen versucht zu bremsen, ne? Ja. Auch gerade diese ganze Beschäftigung von Auslandsarbeitern, nicht? Wir haben uns mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Ja. Aber es war nichts zu machen. Ja. Einfach nichts zu machen. Krupp hat sich ja bis zuletzt dagegen ausgesprochen. Einfach deswegen, weil man sie nicht brauchen konnte. Man konnte keine ungelernte Hilfskräfte brauchen. Und nimmt sie trotzdem. Im gesamten Krieg sind es über 5 Millionen, die ins Deutsche Reich verschleppt werden. 80.000 kommen nach Essen. Für die Nazis sind die Russen Untermenschen. Sie legen fest, wie sie zu behandeln sind. Es soll hart und rücksichtslos durchgegriffen werden. Den russischen Arbeitern werden nur Hungerrationen zugestanden. Das gilt auch für die russischen Zwangsarbeiter bei Krupp. Häufig bekommen sie noch nicht mal das, was ihnen zusteht. Ein Krupp-Arbeiter schreibt am 18. März 1942: Das ganze Essen war buchstäblich nur Wasser mit einer Handvoll Steckrüben. Genauso, als wenn es Spülwasser gewesen wäre. Es geht nicht an, dass die Leute uns hier bei der Arbeit verrecken. Die Leute sollen hier für uns arbeiten, gut. Aber dann muss auch dafür gesorgt werden. Ich habe hier verschiedene Gestalten im Lager gesehen. Da ist mir tatsächlich ein kalter Schauer über den Buckel gelaufen. Auch die Konzernführung weiß um die Zustände. Sind Sie denn überhaupt irgendwann mal während des Krieges mit Fremdarbeitern persönlich in Berührung? Ich bin häufig in den Lagern gewesen. Ja. Oh, ja. Und haben Sie da festgestellt, dass es wirklich so schlecht war? Stellenweise war es schlecht, denn wir haben darum gekämpft, zusätzlich den Leuten geben. Die wurden ja von der SS vorher betreut und, wie sich das nannte, betreut und versorgt durch eine besondere Organisation. Diese Versorgung war teilweise schlecht. Wir haben dann versucht, sie zu verbessern. Ne? Das war zunächst nicht zulässig. Dann hat man es hintenrum getan. Wir haben Lebensmittel sogar geschmuggelt aus Holland. Das ist keine Beschönigung. Am 3. April 1942 schreibt Alfried seinem Onkel: Vor einigen Tagen ist bereits eine Verbesserung der Zuteilung für die russischen Zivilarbeiter generell erfolgt. Weiterhin hat gestern eine Besprechung im Reichsernährungsministerium stattgefunden, wo eine weitere wesentliche Erhöhung der Zuteilungen versprochen worden ist. Ob es den Arbeitern danach tatsächlich besser geht, hängt vielfach von der Humanität der Einzelnen vor Ort ab. Da kam der Meister und fragte: Mädchen, wieso weinst du? Ich sagte, ich habe Hunger. Deutsche hätten uns die Suppe weggenommen. Er ging sofort zu ihnen herüber und holte die Suppe zurück. Er stellte sich vor uns, verteilte die Suppe und lächelte uns dabei an. Esst, meine Kinder, esst. Für die Alliierten ist Krupp der deutsche Rüstungsbetrieb. Sie wollen ihn aus der Luft zerschlagen. Im gesamten Krieg wird Krupp 55 Mal aus der Luft angegriffen. Die Villa Hügel bleibt verschont. Allein beim ersten großen Angriff im März 1943 fallen 30.000 Bomben auf das Werk. Für die Werksangehörigen gibt es Bunker. Für die Zwangsarbeiter nicht. Die Bomben fielen. Viele waren verwundet. Einer schrie: Tötet mich. Überall lagen Menschen rum. Wir sahen verbrannte Leichen am Stacheldraht hängen, auch die schwangere Maria. Ich sah, dass ihre Uhr am Arm noch tickte. Es war grauenhaft. Es waren so viele Leichen, die da rumlagen. Hunderte Zwangsarbeiter sterben durch die Bombenangriffe der Alliierten. Weite Teile der Essener Gussstahlfabrik sind zerstört. Wehrmacht und SS überlegen sich, den wichtigsten Teil der Fabrikation auszulagern,
in weniger gefährdete Gebiete. Ein Ort für die Zünderfertigung ist schnell gefunden. Besprechung am 16.03.1943 in der Krupp-Vertretung betrifft Verlagerung der Zünderfertigung nach Auschwitz. Grundsätzlich war Alfred Krupp durchaus bereit, warum auch nicht, eine Zünderfertigung in Auschwitz zu organisieren. Er hatte vermutlich keine Kenntnis der Vorgänge, die da in Auschwitz zu diesem Zeitpunkt ja auf ihrem Höhepunkt waren. Auschwitz. Krupp-Mitarbeiter kommen zu einer Ortsbesichtigung. Der 44-jährige Paul Ortmann hält fest: Vom Fabrikgelände aus konnten wir die drei großen Schornsteine der Krematorien in Birkenau sehen, die fast immer rauchten. Ab und zu konnte man auch einen bestimmten süßlichen Geruch in der Luft wahrnehmen, von dem uns die Gefangenen sagten, dass er von den Verbrennungen der Menschen in den Krematorien herkäme. Plötzlich verzögern sich die Arbeiten. Das Oberkommando des Heeres ist empört und schreibt an Alfried: Sehr verehrter Herr von Krupp, bedauerlicherweise musste der Eindruck entstehen, dass aus irgendwelchen Gründen der Zünderfertigung in Auschwitz nicht die Aufmerksamkeit entgegengebracht wurde, die sie verdient hätte. Ich bitte Sie daher, sich persönlich in dieser Angelegenheit einzusetzen, damit weitere Ärgernisse vermieden werden. Was denkt Alfried? Er antwortet, bittet um Aufschub, schreibt, die Arbeit werde sicherlich bald weitergehen. Leider ging die Heranführung der Maschinen nicht in dem geforderten Tempo vorwärts. Die Meinungen über das Schreiben gehen auseinander. Es wird Alfred später schwer belasten. Er schrieb: Herrgott, was soll das? Meine Beziehungen zur SS sind gut. Wir haben doch schon angefangen. Er tat sein Bestes, um in Auschwitz zu bleiben. Will Alfred wirklich nach Auschwitz oder spielt er nur auf Zeit? Die Sache mit der Zünderfertigung in Auschwitz lässt sich nicht mit letzter Sicherheit klären. Tatsache ist aber, dass Krupp die Sache so lange hinausgezögert hat, bis das Sperrministerium eine andere Firma beauftragt hat, diese Produktion in Auschwitz zu organisieren. Ende 1943 verschlechtert sich der Gesundheitszustand von Gustav rapide. Mit 73 Jahren beschließt er, die Leitung der Firma abzugeben. Gustav zieht sich auf den österreichischen Familienbesitz zurück. Die Firma will er seinem Sohn überschreiben, doch muss er zuvor komplizierte Erbangelegenheiten regeln. Das tut er. Mit Hilfe Hitlers. Der entwirft ein Sondergesetz, wonach die Firma ohne Erbschaftssteuer Alfred übertragen wird. Seine sechs Geschwister verlieren den Anspruch auf das Unternehmen. Der Erlass hilft beiden Parteien, der Firma und Hitler. Ohne die Lex Krupp hätte die Firma nicht überlebt. Das muss man ganz klar sehen. Das Regime hatte keinerlei Interesse daran, dass Krupp kaputt geht, nur weil sich die Erben untereinander streiten und man es zerschlagen muss, um Krupp in sieben Teile zu teilen. Das konnte nun überhaupt nicht im Interesse von irgendeinem vom Deutschen Reich sein. Das Interesse des Regimes: Krupp soll weiter Waffen produzieren. In den von Bomben beschädigten Werken wächst der Produktionsdruck. Das Militär braucht ständig Nachschub. Unter widrigsten Bedingungen wird weiter gerüstet. Immer mehr Fremdarbeiter werden zwangsverpflichtet, ob die Firma Krupp will oder nicht. Alfred war nicht mehr als ein Vollzugsorgan des Speerschen Apparates. Man bekam die Produktionsziele gesetzt, bis in die Einzelheiten. Die Entscheidungsspielräume waren denkbar gering. Ansonsten war er ein Getriebener der Kriegswirtschaft. Alfred ist Herrscher über das Krupp-Imperium und dennoch ohne Macht. Gleichzeitig steigt die Verantwortung. Als alleiniger Inhaber muss er für alles gerade stehen, was im Namen Krupp geschieht. Auch für die Verbrechen seiner Mitarbeiter.
wenn Zwangsarbeiterinnen gebären mussten, dann kamen sie nach diesem Bericht in das Krupp'sche Krankenhaus. In diesem Krupp'schen Krankenhaus entbunden, sind dann aber nach kurzer Zeit wieder weggeschickt worden zur Arbeit, während die Kinder in das Kinderlager nach Förde kamen. Der Krupp-Arbeiter Ernst Wirz sucht im Januar 1945 das Lager auf. Ich habe dann ein furchtbares Bild mit eigenen Augen gesehen. Die Säuglinge, etwa 300 an der Zahl, waren vollkommen ausgehungert, hatten Beine, die nicht dicker waren als mein Daumen, und große Wasserköpfe. Sie sagten mir, dass täglich 50 bis 60 von diesen Kindern an Unterernährung sterben. Wir haben auf einem Friedhof in Kettwig eine Grabstätte, wo nur Kinder sind. Kinder, die alle im Jahre 1944, 45 geboren sind. Die letzten Tage des Dritten Reiches. Alle Fronten brechen zusammen. Für die Produktion der letzten Panzer schickt Speer nach Essen, was ihm noch zur Verfügung steht. Minderjährige jüdische Mädchen. Eines Tages kamen Herren. Ich weiß nicht mehr, ob es 2, 3 oder 4 waren. Und wir mussten uns in einer Reihe aufstellen. Und 500 von den 2000 Mädchen wurden nach Essen mitgenommen. In einem Lager wie diesem stehen die Mädchen unter Bewachung der SS. Täglich werden sie zur Arbeit in die Kruppwerke getrieben. Über ihre Zukunft machen sie sich keine Illusionen. Wir hatten keine Gefühle mehr. Wir haben um uns herum nichts mehr wahrgenommen. Jeder Tag wie der andere. Wir waren abgestumpft. Ich nahm alles hin und dachte, es kommt, wie es kommen muss. Aber an eines habe ich nicht geglaubt, dass wir jemals befreit werden. Wenn man mir das erzählt hätte, ich hätte es nicht geglaubt. Dabei ist die Rettung nicht mehr fern. Im März 1945 ist Essen schon in Reichweite der amerikanischen Artillerie. Es sind nur noch wenige Kilometer. Doch für die Jüdinnen soll es keine Rettung geben. Wir hatten nichts zu verlieren und dachten sogar an Flucht, weil ein junger SS-Mann uns sagte, ihr kommt hier nicht lebend raus. Die 5 Minuten, um euch alle umzulegen, die haben wir immer. In der Krupp'schen Hauptverwaltung sind die Mordpläne der SS bekannt. Um ein Massaker auf Werksgelände zu verhindern, beschließt das Direktorium, die Mädchen so schnell wie möglich abzutransportieren. Die SS willigt ein und schickt sie nach Bergen-Belsen. Bergen-Belsen war wirklich grauenvoll. Jeden Tag starb einer von uns. Und wir mussten ihn dann an den Füßen rauszerren und auf einen Leichenberg werfen. Das war im März. Und am 15. April 1945 wurde ich befreit. Zur gleichen Zeit marschieren die Amerikaner auch in Essen ein. Sie haben ein Ziel, den aus ihrer Sicht mächtigsten deutschen Industriellen verhaften. Alfried ahnt es, flüchtet jedoch nicht. Er stellt sich. Das Bedürfnis nach Bestrafung, bei den Siegern ist es groß. Für sie sind alle Krupps Kriegsverbrecher. Die Krupp-Familie unterstützte mit anderen Industriellen zuerst Hitler, dann produzierten sie die Waffen für seine Weltherrschaft. Jetzt haben wir sie eingesperrt. Diese Familie war schon Waffenschmied im Deutsch-Französischen Krieg. Im Ersten Weltkrieg bauten sie große Geschütze und U-Boote für den Kaiser.
Sie sind am Tod alliierter Soldaten genauso schuldig wie Hitler und Göring. Denn durch Töten verdienten sie ihr Geld. Plötzlich ist Alfred einer der Hauptangeklagten. Die Anklage gegen Krupp war ja zunächst mal erhoben worden gegen den Vater von Alfred Krupp, Gustav von Bohlen. Und erst als sich herausstellte, dass der Gustav von Bohlen aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage war, all das im Prozess zu überstehen, wurde dann umgeschaltet vom Vater auf den Sohn. Und das zeigte allein, dass der Name im Mittelpunkt stand und nicht die Person. Alfred soll in Nürnberg büßen für den Namen Krupp. Obwohl ihm in keinem einzigen Anklagepunkt individuelle Schuld nachgewiesen werden kann, wird er verurteilt. 12 Jahre Haft. In der Urteilsbegründung wurde den Angeklagten insbesondere systematische Plünderung ausländischen Eigentums und menschenunwürdige Behandlung von Zivilarbeitern und Kriegsgefangenen zur Last gelegt. Alfred Krupps gesamtes Vermögen, einschließlich der Krupp-Werke, fällt der Beschlagnahme. Auch Fritz Thyssen hat durch den Krieg viel verloren. Sein Unternehmen, seine Freiheit und seine Gesundheit. Nur durch Glück überlebte er das KZ. Doch sein Widerstand gegen das Regime wird ihm nicht angerechnet. Nach wie vor gilt er als Steigbügelhalter Hitlers. Nun rechnen die Alliierten auch mit ihm ab. 3 Jahre Untersuchungshaft. 1951 stirbt er verbittert in Argentinien. Wie Fritz Thyssen ist auch Alfred Krupp ein Manager unter Hitler gewesen. In der Haft fragt ein junger US-Soldat Alfred, wie er angesprochen werden will. Herr von Bohlen oder mit seinem vollen Namen? Herr Krupp von Bohlen und Halbach. Seine Antwort? Nennen Sie mich Krupp. Wegen dieses Namens bin ich hier. Und diese Zelle ist mein Anteil an dem großen Krupp-Erbe. Es war sehr traurig im Ganzen. Und er konnte sich ja auch nicht ausdrücken. Er musste einfach, hat nicht gelächelt und das hat ihn eigentlich noch reservierter gemacht, als wie er vorher war. 4 Jahre später haben sich die Vorzeichen gewendet. Der Kalte Krieg hat angefangen. Die Alliierten haben nun Interesse an einem starken Westdeutschland. Viele Urteile werden revidiert. Der amerikanische Hohe Kommissar John McCloy prüft auch den Krupp-Fall noch einmal. Mein Vater hat die Dinge immer in Frage gestellt. Das war ihm so zu eigen. Wie auch immer, ich hatte nie das Gefühl, dass er seine Entscheidung später bereute. Für ihn war Alfred nicht verantwortlich für das, was in den Krupp-Werken an Verbrechen geschah. Ja, er hat den Fall sehr sorgsam überprüft. Am 2. Februar 1951 kommt Alfred Krupp frei. Aber 6 Jahre Haft haben Spuren hinterlassen. Er hat sich seiner Pflicht nicht entzogen. Er hat den Firmenaufbau begonnen und auch die ersten 2 Jahre erfolgreich vorangetrieben. Aber er war nicht bereit, den Rest seines Lebens diese Aufgabe zu übernehmen. Und deshalb hat er unter anderem auch deshalb jemand gesucht, der an seine Stelle treten kann. Und das war dann Berthold Beitz, den er gefunden hat. Der neue Mann an Alfreds Seite wird der Generalbevollmächtigte. Mit allen Kompetenzen ausgestattet, baut er das Unternehmen wieder auf und versucht auch, den angeschlagenen Ruf der Firma wiederherzustellen. In Alfreds Namen geht er schon in den 50er Jahren auf jüdische Zwangsarbeiter zu. Und Krupp war ja auch das erste große deutsche Industrieunternehmen, das Entschädigung für Zwangsarbeiter gezahlt hat. Ob Alfred Krupp dann doch damit Schuld einlösen wollte, wieder gut machen wollte. Vielleicht. Alfred ändert sein Leben. Er verlässt die ungeliebte Villa Hügel und baut sich ein Haus, in dem er nicht mehr residieren muss.
sondern wohnen kann. Hier trifft der Mann, der weltweit verhasst war wegen seiner Waffen, eine grundlegende Entscheidung. Wie weit haben Sie vor und beabsichtigen Sie, wieder in das Rüstungsgeschäft einzusteigen? Ich hoffe, dass es nie nötig sein wird. Wir verstehen unter Waffen, also wirklich eine Waffe, mit der man schießen kann. Ne? Ja, da ja. Möchten wir oder hoffen wir, dass es nicht nötig ist, einmal wieder in diese Produktion einzusteigen. Als alles geregelt scheint, bekommt er Probleme mit der Gesundheit. Er raucht, er war ja ein Kettenraucher. Und das machte uns immer Sorge. Eine Zigarette wurde an der nächsten angezündet. Die nächste wurde an der ersten angezündet. Und auch das ganze Haus roch eben, wenn man da eintrat, nach Zigarettenrauch. März 1967. Alfred weiß, dass er nicht mehr lange leben wird. Lungenkrebs. Sein letztes Ziel ist, die Zukunft der Firma zu sichern. Sie und sein Privatvermögen sollen in einer Stiftung aufgehen. Dafür muss sein Sohn Arndt auf das Erbe verzichten. Er wird großzügig entschädigt und willigt ein. Diesen Weg zu gehen, ermöglichte mein Sohn Arndt durch seinen Erbverzicht. Für seine verantwortungsbereite Einsicht möchte ich ihm vor aller Öffentlichkeit ausdrücklich danken. Sie, meine lieben Jubilare, möge es Ihnen vergönnt sein, die weitere Entwicklung unserer Firma noch viele Jahre mitzugestalten und mitzuverfolgen. Glück auf! Ein Vierteljahrhundert zuvor hatte Alfred sein Erbe angetreten. Sein Leben war darauf angelegt, das Unternehmen eines Tages zu führen. Dass es in diesem Krieg geschah, war sein Schicksal, dem er sich fügte. Im Frieden ging es ihm darum, zu zeigen, dass Erfolg auch ohne Waffen wachsen kann. Am 30. Juli 1967 stirbt Alfred Krupp. Auch seine geschiedene Frau nimmt Abschied an der Seite ihres Sohnes Arndt, der den Namen Krupp nicht mehr führen darf. Alfred Krupp von Bohlen und Halbach starb 2 Wochen vor seinem 60. Geburtstag.